So, Freunde, herzlich willkommen hier zurück zum Mars Effekt Andromeda. Und wir erkunden diesen Planeten weiter. Ein Weg nach oben, linke Seite. Und die Blitze schlagen hier immer wieder ein. Das sieht nicht gesund aus. Überall blitzt das hier, ey, ist ja Wahnsinn. Was ist das? Na toll, das kann nicht gut sein. Laut wie eine ganze Patrouille! Wahrscheinlich die Arschlöcher, die Greer verschleppt haben. Huch, da war noch einer. Okay. Müssen wir das auch nochmal machen? Jo. Ein totes Tier, gefangen in einer Art Falle. Und das ist noch nicht lange her. Nein, ist es nicht. Ob die Aliens sie aufgestellt haben? Falls ja, sind sie zu niemandem nett. Oder sie sind am Verhungern. Wer weiß das schon. Ein Weg nach oben, linke Seite. So. Muss doch gehen. Haha. Moment. So. Gehe ich erstmal hier oben lang. Oh, war ja. Was da hinten so eine Art Tor ist oder sowas. Hier ist nix. Na toll, das kann nicht gut sein. Sieht aus wie eine ganze Patrouille. Wahrscheinlich die Arschlöcher, die Greer verschleppt haben. Zurückdrängen!
Und hier? Hier geht's nicht weiter. Egal, auf einen großen Kampf sind wir sowieso nicht vorbereitet. Das stimmt. Nein, empfängt mich jemand. Cora, wir hören Sie. Sie leben. Wir reparieren gerade das Shuttle, aber wir sind umzingelt. Die sind nicht freundlich. Wir sind unterwegs. Der Nachpunkt ist markiert. Vorsicht! Da hinten kommen wir nicht hin. Ui. Und ich düse im Düse-Schritt. Und bring meine Düse mit. Yeah. Vorsicht! Ja. Lass mich doch mal gucken, ja. Hui. Hui. Ja, Funkrauschen. Aber es ist ein Muster. Das Rauschen wird lauter. Ha. Was wollen Sie? Das war's! Ich verstehe Sie nicht. Ich komme aus der Milchstraße. Es ist Julia. Sie haben ihn. Wir kommen in Frieden. Wir brauchen Hilfe. Unser Schiff ist abgestürzt und... Was bedeutet das? So, den haben wir. Geschafft! Gott sei Dank! Ich habe an mein Mikro geklopft und gehofft, dass es jemand bemerkt. Geht es Ihnen gut? Ja. Wo sind die anderen? Kirkland ist tot, aber Fischer lebt. Er ist bei der Absturzstelle. Er hat ein gebrochenes Bein und braucht Hilfe. Ich sehe mich nach Vorräten um und gehe dann zurück. Okay, wir halten Kontakt. Liam und ich müssen Cora helfen. Viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, von diesem Felsen runterzukommen. Mir gefallen diese Blitze auch nicht. Gut, die sind ja automatisch jetzt so. Nachdem man die einmal gescannt hat, sonst ist hier auch nichts. Hier hinten geht es nicht weiter. Gut. Vorsicht, das Zeug sieht nicht gesund aus. Das war's. Oh, Vorsicht. Auf dem Hügel, da ist irgendeine Art Bauwerk. Die Stürme setzen diesem Ort ganz schön zu. Genau wie allem anderen auf dem Planeten. Hm.
Naja, hoffen wir mal, dass niemand zu Hause ist. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Zuhause ist. Ja, hier lebt niemand. Welchem Zweck dient es dann? Es sieht nicht aus wie die anderen Strukturen. Das Design ist anders. Es muss doch einen Weg geben, das Licht einzuschalten. Dann gucken wir mal. Wir hatten das ja schon mal angehabt hier. Magazin und ein Verschluss. Alienmaschine. Jetzt könnten wir Sam wirklich brauchen. Was soll das alles? Nichts. Nix. Aber hier, ne? Selbstmordschutz! Schummelschutz! Dieselbe Sprache wie die Aliens. Was er wohl sagt? Wahrscheinlich tötet alle Menschen. Oder der hat nur Pommes bestellt. Keine Energie. Was machen Sie da, Ryder? Verdammt! Das bedeutet nichts Gutes. Oh. Die merkwürdige Alienmaschine ist also ein Generator. Ja, klar. Warum auch nicht? Vielleicht hat er irgendwas gemacht. Hat sich geöffnet. Ist das eine Art Forschungslabor? Möglich. Und dann hat es einen Tornado erwischt. Okay, ein paar Sachen wieder. Die wir uns dann mal später angucken können. Okay, da auch wieder was. Merkwürdig. Hören Sie das? Sieht aus, als wollten Sie einen Tunnel graben. Hat wohl nicht ganz geklappt. Ah, Vorsicht! Was denn? Angepisst? Wird es hier gefallen. Was auch immer das hier ist, den Scans zufolge ist es alt. Jahrhunderte alt. Ich wünschte, wir hätten Sam. Ich glaube, es ist älter als dieses Labor und die Ausrüstung. Dann haben die Aliens es vielleicht weiter drinnen gefunden. Wie ein Artefakt. Tja. Aber wir kommen ja nicht rein. Auf der anderen Seite der Tür ist jede Menge Energie. Sie ist vielleicht nicht umsonst geschlossen. Diese Typen haben hier rumgestochert, anstatt die Finger davon zu lassen. Durchgebrannt. Das könnte eine Art Konsole sein. Für diese Tür. Seine Wunden sehen aus wie von einem Energiestoß. Er hat vielleicht unseren Roboterfreund getroffen. Tja.
Wir kommen da aber nicht durch. Na gut. Irgendwelche Theorien, Aufklärungsexpertin? Es gibt auf diesem Planeten irgendeine Technologie. Sehr alt. Unterirdisch. Und diese Aliens sind daran interessiert. So wie Archäologen? Ja, blutrünstige Archäologen. Das Wetter ist immer noch schlecht. Naja, mehr wie schlecht, würde ich sagen. Achtung, sie haben auf uns gewartet. Oh, verdammt! Sie haben einen funktionierenden Blitzableiter. Verfolgen diese Dinger uns? Fühlt sich langsam so an. So gehe ich nicht unter. Das dürfte die kaum interessieren. Komm, leg dich hin, du Alien-Fratze. Hä? Was? Da! Das war der letzte. Wir sollten nicht warten, bis noch mehr kommen. Was haben wir denn hier? Kriegermunition, okay. Sieht aus, als wäre es ein kaputter Blitzableiter. Das würde die Schäden an dem Gebäude erklären. Die Stürme haben es in Stücke gerissen. Tja, das war Pech. Ist auch richtig so ein Scheiß. Mura. So ein Scheißwetter hier, ey. Holla. Blau. Also. Okay. Cora, wir sind da. Sie versuchen uns festzunageln. Und sie machen das ziemlich gut. Erledigen Sie sie, Ryder. Bin schon dabei. Suchen Sie sich Ihre Ziele. Davon gibt's hier mehr als genug. Ich hab einen erwischt! Schön für dich. Was haben wir denn eigentlich getan? Tja. Wir mögen wohl Vorsicht, keine Außen. Sie kämpfen mit schmutzigen Tricks. Ja. Wir nicht, wir sind der Baba, wir waschen uns immer. Harry, alles okay bei Ihnen? Ja, noch sind wir nicht tot. Einer noch irgendwo da hinten? Seit wann fliegen Felsen? Akzeptieren Sie es einfach! So. Den haben wir. Noch mehr? Nee, ne? Mann, die Kerle wissen, wie man kämpft. Doch, einer ist da noch. Irgendwo. Au, verdammte Schrapnell!
Verdammt, die lassen einfach nicht locker! Oui. Okay. Oh, Stufen aufnehmen. Das wäre geklärt. Stufe 2 erreicht. Die war also noch rechtzeitig hier. Schön, Sie zu sehen. Gleichfalls, okay. Harry. Wie geht es Ihnen? Alle noch in einem Stück. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften, während wir das Shuttle reparieren. Ja. Ryder, beim Shuttle finden Sie Waffen und Munition. Decken Sie sich ein. Haben die Dinger überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? Nicht wirklich. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Wie war es bei Ihnen? Wir haben versucht, nett zu sein. Leider haben sie nicht mitgespielt. Oh, verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! Deckung! Schnell! Da kommen sie! Sie haben echt Eier. Sie versuchen einen Abwurf. Die habe ich auch. Nicht nachlassen! Auf keinen Fall. Mein Blitz hat ihr Shuttle erwischt. Selber schuld. Was fliegen denn noch hier bei uns wieder hier rum, ey? Wow. Schau mal da.
Was hat denn der eine der für ein Apparat da, ey? So, da haben wir auch wieder einen. Die hauen auch ganz schön rein. Boah. Das sieht nicht gut aus hier. Oh shit. Hui. Der eine ist ganz schön hart, ey. So, einen haben wir wieder. Muss erstmal entdecken gehen, ne? So. Ja, das ist ja reicht, Liam. Ich weiß, aber sie haben Kirkland getötet. Beruhigen Sie sich. Ich verstehe Sie ja, aber wir müssen die Ruhe bewahren. Jetzt geht's mir besser. Was ist mit den anderen? Fischer wurde verwundet, aber Greer ist bei ihm. Unser Shuttle wurde zerstört. Leute... Sie ist verletzt! Entdeckung! Entdeckung! Durchhalten! Ich wusste nicht, dass Sie Biotikerin sind. Keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Vor dem Angriff konnte ich unser Comm-System reparieren. Das rettet uns das Leben. Ruhen Sie sich jetzt aus. Sam, bist du da? UVK Link eingerichtet. Bestätige, Ryder. Der Pathfinder will mit Ihnen sprechen. Ein Glück, dass es dir gut geht. Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Korra. Wir haben Verletzte. Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert. Wir können zurück zur Arche. Nicht bei diesem Sturm. Der Flug wäre zu riskant. Unsere Verletzten brauchen dringend Hilfe. Hast du einen Plan? Das Problem ist der Sturm. Also lösen wir das Problem. Wir reden hier über das Wetter. Ja, und ich habe eine Idee. Komm zu meinen Koordinaten, dann... Verdammt, Sie haben mich gesehen! Sir? Sir! Kommen Sie beide allein klar?
Ich kann sie stabilisieren. Kurzfristig. Gehen wir. Okay, Freunde. Das war's dann erstmal für heute, für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann schaut doch bei der nächsten Folge wieder mit dabei rein und so. Okay, das war reine Action hier. Mal sehen, wie schnell das mal weitergeht. Also, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.